Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Trainer, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der 1. Sektion der Formationsleader. Es ist Mittwoch, 19. Juli 2017. Freunde, heute Morgen, Freitag, gibt es noch Einzelwetterausgaben. Dann ich, Familie, Flugzeug, Urlaub, Entspannung, keine Börse, keine Trades. Bitte, dass Sie sich nicht wundern, wo am Montag der Esnachari ist. Zweitens, zwei Wochen werde ich mich komplett zurückziehen. In der dritten Woche bin ich wieder da, werde aber nur Videos zur Verfügung stellen für Sie, wenn irgendwas völlig Überraschendes passiert, wenn eine große Volatilität ausbricht, wenn sonst irgendwas ist, dann werde ich gerne für Sie da sein. Ansonsten wird es von mir keine Ausgaben geben. Also, damit Sie das auf jeden Fall mitbekommen, abonnieren Sie zum Beispiel unseren YouTube-Kanal, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie auch benachrichtigt werden, oder auf Twitter werde ich Sie auf jeden Fall informieren, wenn es wieder eine Ausgabe gibt. Zum einen, zum anderen, Leute, ich sage euch ja immer wieder, ihr müsst an euren Fertigkeiten arbeiten. Ihr müsst besser werden, damit ihr erfolgreicher tradet. Ihr werdet nicht erfolgreicher, wenn ihr noch mehr Videos guckt, noch mehr auf andere hört, noch mehr die Kurse beobachtet. Da verplempert ihr buchstäblich Zeit. Und wenn sie sich sagen, ja, Mann, in diesem Herbst, da will ich es ändern. Da will ich es anders machen. Ich merke, so kann ich nicht weitermachen. Denn auch wenn ich mir 100 Mal vornehme, das machst du nicht nochmal, den Fehler. Ich mache doch wieder den Fehler. Und da kommt der Satz, den ich Ihnen immer wieder sage. An der Börse gibt es Gewinner, es gibt Verlierer und es gibt die, die noch nicht wissen, wie man gewinnt. Und ich kann Ihnen zeigen, wie Sie gewinnen können. Umsetzen müssen Sie es selber. Wenn Sie dann sich dafür interessieren, Freunde, nur noch bis Ende Juli 20% Preisnachlass für das Mentorprogramm im November. Bitte keine Anfragen für September, ist ausgebucht, schon lange. Und bitte denken Sie auch daran, ab 2018 werden wir unsere Preise anpassen. So, der DAX. Was habe ich Ihnen zuletzt gesagt gehabt? Ich habe Ihnen zuletzt gesagt, der DAX hat hier drei Widerstandszonen. 12.680, 12.710 und 12.800. Bei 12.800 würde ich sogar aggressiver mir einen Short suchen. Hier müsste ich ein Setup sehen. Dann hat der Markt diese Bewegung gemacht, an die 20 Tage nicht zurückgekommen. Dann haben wir miteinander am Montag besprochen, wenn er diese Tiefs rausnimmt, ist die Bewegung in Richtung 12.500, 12.470 wahrscheinlicher. Hat er gemacht. Hat er nach meinem Dafürhalten zu plötzlich gemacht, deswegen, ich hätte es gerne gehabt, dass er ein bisschen mehr sich Zeit lässt und dann durchgeht, wäre einfacher gewesen zu traden. So, dann ist der Markt durchgefallen. Wir haben gestern miteinander darüber gesprochen. Alles, was der Markt jetzt in Richtung 12.580, 12.600 macht, dann wahrscheinlich ja 12.5, 12.475 und im Future habe ich Ihnen gezeigt. Wisst ihr was, Leute? Hier im Bereich der 12.500 ist im Future die 200-Stunden-Linie ist die horizontale Unterstützung. Aber allerspätestens hier diese fallende Linie bei 12.440, da sollten die Bullen dann greifen. Hat nicht gestimmt. Hat nicht gestimmt. Wir machen das Tief beim DAX-Kasser bei 12.381 Punkten, meine ich. So, das heißt, ja, diese Bewegung haben wir richtig miteinander besprochen, aber das hier, ich habe ja sogar die 12.470 präferiert, nochmal sozusagen als Backup. Backup habe ich in die 12.440, auch das hat ja nicht funktioniert. Das heißt, der Markt macht die stärkere bärische Bewegung. Dennoch bleibt es bei meiner Aussage, der DAX ist nicht bärisch, so wie er jetzt ist. Der ist im Bereich einer aufsteigenden Trendlinie, erstens. Zweitens, hier, und wenn ich sehe, wo wir jetzt in der Vorbörse sind, ärgere ich mich so ein bisschen. Hier war eine offene Lücke, die zugegangen war und wir waren im Bereich der Runden 12.400. Und ich habe diese Zone gekauft, ich kann noch sagen mit wie viel, mit 1,2 CFDs, also keine riesige Position, weil es ein Unterstützungstrade war. Und nachdem der Markt dann zum Kassaschluss hier im Bereich von 12.430 war, habe ich auch gesagt, okay, das möchte ich jetzt nicht über Nacht halten. Und habe wirklich nur diese kurze Bewegung gehandelt. Selten, dass ich so etwas mache. Ah, wir kriegen jetzt gerade die Eröffnung, sehen Sie 12.470. Ja, selten, dass ich was mache, dass ich so kurzfristige Trades mache. Warum habe ich das gemacht, kann ich Ihnen erklären. Also Sie können auch gerne mir schreiben und sagen, zeig mir nochmal deinen Ein- und Ausstieg. Können Sie gerne machen, schicke ich Ihnen gerne zu. Kriegen Sie einen Screenshot, können Sie sich angucken, dass ich Ihnen hier nicht irgendwas erzähle. Nochmals, weil die Lücke zugeht, weil die 12.400 da ist und weil diese aufsteigende Trendlinie
über den Tag dazu gekommen ist. Deswegen, nach meinem Dafürhalten, war es wahrscheinlicher, dass das hält. Wenn ich Ihnen eine persönliche Sache erzählen darf. Ich habe heute Morgen, als ich mir den Kaffee gemacht habe, habe ich so gemerkt, wie ich mir so zurechtlege, oh ja, dann macht der DAX, also ich kann Ihnen mal, bitte, das ist nicht meine Analyse. Ich will Ihnen nur sagen, welche emotionalen, welche psychologischen Fehler man macht. Ich saß so da, nee, ich saß nicht da, sondern ich stand da und habe darauf gewartet, dass das Wasser kocht, damit ich meine Tasse heiß mache. Und habe mir gedacht so, ja, und jetzt macht er hier das höhere Tief und von hier geht er dann so hoch in Richtung 12.780. Und dann sind dann alle total verzweifelt, was da los ist. Und dann macht er nochmal eine richtige bärische Welle. Und wenn er dann diese bärische Welle gemacht hat, dann wird das eine richtig schöne große Bullenflagge. So, das ist die Stange und dann wird das so eine richtige Flagge und dann bricht er nochmal aus und dann kann man nochmal richtig schön in Richtung 13.000. Und dann dachte ich mir, Moment mal, bist du hier eigentlich Märchenerzähler oder kannst du in die Zukunft gucken oder was machst du hier eigentlich? Das ist nicht das Wahrscheinlichere gewesen. Das ist mein Wunschdenken. Und schauen Sie, ich erzähle Ihnen das deswegen. Man kann noch so viel sich mit systematischem Trading beschäftigen. Man kann noch so viel sich mit Linienzeichnen A, B, C, D beschäftigen. Wenn man immer wieder zulässt, dass man ins Wunschtrading kommt, dann hilft einem dieses ganze systematische Zeugsel nicht. Das heißt, wenn Sie Lust aufs Traden haben, müssen Sie große Lust haben, sich selbst zu beobachten, sich selbst zu prüfen und immer wieder auch sich selbst einzufangen. Denn man macht sich beim Kaffee diese Wunschgedanken, lässt das dann als Bauchgefühl gelten. Das Bauchgefühl fängt man dann zu traden. Wenn es dann aber nicht so kommt, dann ist einem irgendwie gar nicht klar, das war gar nicht das Bauchgefühl, sondern das war einfach nur der Wunsch, den ich hatte. Und deswegen, meine Wunschanalyse kennt sich schon mal, was der DAX jetzt wirklich macht. Das wollen wir miteinander besprechen. Erstens, wir müssen hier klein, 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 klein denken. Warum müssen wir klein, klein denken? Schauen Sie, nur als ein Beispiel. Vom 29.06. bis zum heutigen Tage, das sind immerhin 3 Wochen, hat sich der Markt also in diesem Monat um 1,8% bewegt. Das ist übergeordnet seitwärts. In einer übergeordneten Seitwärtsphase ist nach meinem Dafürhalten auch nicht so einfach, einen Markt zu traden. Ganz kurzfristig läuft der DAX mit 12.500 eine Widerstandszone an. Die nächste kleinere Widerstandszone ist dann bei 12.560 Punkte. Der DAX hat das Potenzial, das zu machen. Im Anschluss größere Wahrscheinlichkeit, dass der DAX zumindest noch einmal hier in Richtung der 12.400 kommt. Der kann durchaus das höhere Tief machen oder sogar diese Tiefs testet. Wenn die Tiefs bei 12.323 fallen sollten, und denken Sie mal, wir haben morgen Mario Draghi, ich nenne das ja Live-Trading-Webinar Euro-Dollar-DAX mit Mario Draghi, da wird der Kurs mal richtig bewegt. Aus meiner Sicht ist unterhalb der 12.300 nicht zwangsläufig und sofort die Lücke zu, weil wir mittlerweile eine Trendlinie gebildet haben, hier bei 12.240 Punkten. Es kommt natürlich darauf an, wie der Euro reagiert, was Herr Draghi sagt und was dann der DAX macht. Stand jetzt sieht es mehr so aus, als würde der DAX hier, und das ist noch ein bisschen früh, ich nehme die Linie auch gleich wieder weg, eine Art Keilformation bilden. Und dass diese Keilformation das Potenzial hat, dass wir tatsächlich nochmal in Richtung 12.750 kommen. Das ist aber noch zu früh. Im Moment ist es noch zu früh zu sagen, der DAX würde definitiv das hier machen. Ich will Sie nur darauf emotional vorbereiten. Hier ist viel Unterstützung. 12.380 bis 12.260 Punkte. Ist das denn möglich, dass der da jetzt hier durchrutscht und dann macht er die offene Lücke zu? Ja. Und was ist, wenn ich sie jetzt verpasse, weil ich mir denke, dass das jetzt ein Keil ist? Kommt drauf an, was sie sich selbst für Antworten geben. Kommt drauf an, ob es für sie das Allerwichtigste ist, unbedingt jetzt diese bärische Welle zu traden. Meine Meinung. Mich interessieren viel weniger die bärischen Wellen. Wissen Sie warum? Weil der Markt in 80% der Zeit hat er Aufwärtsbewegungen.
Ist sogar mittlerweile erwiesen in einer Studie. Und deswegen, ich will nicht die kurze Zeit haben. Dann verpasse ich das gerne. Ich weiß aber, dass hier unten sehr viel Unterstützung wartet. Dann trade ich eben das. Jetzt gerade so, wie der DAX aussieht, er könnte gerade eine Keilformation machen. Wir brauchen noch ein bisschen Information. Wir müssen wissen, was Herr Draghi macht. Und dann können wir etwas machen. Zum Thema Herr Draghi. Nur nochmal, dass Sie sich emotional darauf vorbereiten. Es kann sein, dass Herr Draghi kommt und sagt, guten Tag, meine Damen und Herren. Einmal auf sein Mikro klopft und dann schon der DAX, ich übertreibe jetzt, der DAX so eine bärische Welle macht und dann wieder zurückschießt. Hatten wir zum Beispiel, als der Euro auf 1,40 hochgegangen ist, an dem Tag, an dem dieses QE-Programm angekündigt wurde, gab es mal eine riesige bullische Bewegung beim Euro-Dollar und dann wurde der Markt abverkauft. Fragen Sie sich, ob Sie jetzt vor diesen doch mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen ein größeres Risiko beim DAX und bei Aktien eingehen wollen. Ich fasse gern zusammen, der DAX läuft, hat das Potenzial heute Morgen noch einmal in Richtung, ist er schon fast, ne? Ja, in Richtung 12.75, 12.500 zu laufen. Dann ist dort eine Widerstandszone, 12.540 ist ein Widerstand. Nächste bärische Welle läuft in Unterstützungen hinein. Der DAX hat dann das Potenzial, eine erneute bullische Bewegung zu machen. Aus meiner Sicht und vielleicht sogar das höhere Hoch zu machen. Ein, zwei Tage mehr Informationen, dann können wir besser sagen, ob das wirklich hier eine Art Keilformation werden wird oder nicht. Erstens. Zweitens. Dow Jones. Fette Widerstandslinie. Fette, fette, starke Widerstandslinie. Widerstand, 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 Widerstand. Und gleichzeitig fette, fette und sehr starke bullische Marktphase. Was haben wir hier gehabt? Wir haben hier eine Seitwärtskonsolidierung bullisch aufgelöst. Die haben wir getestet. Das, was ehemals Widerstand war, ist jetzt Unterstützung. Diese Unterstützungszone wird verstärkt durch die 20-Tage-Linie. Ich will so etwas nicht traden. Denn es kann sein, dass die rote Linie bewirkt, dass diese Unterstützung fällt. Und es kann sein, dass diese rote Linie rausgenommen wird. Wie wir das zum Beispiel vorher bei einem anderen Call beim Dow Jones hatten oder auch beim Nasdaq hatten, dass diese Widerstandslinien bullisch aufgelöst worden sind. Kein trendstarker Markt. Schauen Sie, seitwärts, seitwärts, seitwärts. Ausbruch läuft 2 Tage, kommt wieder zurück. Erstens. Zweitens. Kein ausbruchsstarker Markt. Nicht so, dass wenn es, kann ja sein, dass der Markt nicht großen Trend hat, aber wenn er mal einen Ausbruch macht, dann läuft der Ausbruch mal 3, 4 Tage. Haben wir nicht. Kann auch sein, dass ich gerade urlaubsreif bin. Aus meiner Sicht ist das hier kein Markt, der dazu einlädt, dass man besonders aggressiv wird. Ich will Ihnen, also beim Trading will, ich will es anhand eines Beispiels zeigen. Lufthansa, haben wir gestern miteinander besprochen. Ich habe Ihnen gesagt, Leute, ich würde mich hier für die Lufthansa auf der Long-Seite nicht interessieren, auch wenn die Zahlen sehr gut sind. Und mit sehr gut muss man sagen, der operative Gewinn wurde ja verdoppelt, also fast verdoppelt. Aber die Lufthansa läuft schon geraume Zeit, läuft in Widerstandsmarken hinein. Und deswegen ist da jetzt auch kein Kaufdruck. Und muss man sagen, ja, der ist doch short. Nein, warum soll er short sein? Warum soll er nicht einfach seitwärts laufen? So wie zum Beispiel hier. Und eine Fortsetzung machen. Stand jetzt nicht interessant, additiv etwas auf der bullischen Seite zu traden. Die US-amerikanischen Banken bringen Zahlen. Vielleicht kann man das im Beispiel von Bank of America zeigen. Die Zahlen sind gut. Die sind aber auch nicht so, dass die Anleger denken, oh mein Gott, ich bin so am Block, ich muss jetzt unbedingt die US-amerikanischen Aktien kaufen. Bank of America hatte einen höheren Gewinn als erwartet. Allerdings ist ich glaube, die Nettozinsmarge war negativer ausgefallen und daran haben sich einige Analysten gestört. Jetzt kann man sagen, okay, das ist schwach. Das war mal ein Doppelboden und dann fällt er aber wieder rein. Ein Doppelboden innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends gibt es nicht so richtig. Denn das ist ja eine Trendumkehrformation. Ich erzähle Ihnen was aus edukativer Sicht. Eine Trendumkehrformation in dieser Zeiteinheit kann es nur geben. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke, sondern das ist technische Definition, charttechnische Definition.
Solange der Markt hier diese Hauptformation oberhalb der 61,8% hier eine bullische Nebenkonsolidierung macht, oberhalb der 38% Retracement-Marke, da können wir hier nicht von einem Doppelboden sprechen. Denn Doppelboden kann es nur geben, wenn wir einen richtigen Abwärtstrend haben und innerhalb des Abwärtstrends bildet sich ein Doppelboden. Also kann man nicht sagen, der Doppelboden hat nicht gehalten, aber man kann sagen, der Bruch dieser horizontalen Marke hat nicht gehalten. Okay, bullisch kann man wiederum sagen, ein Widerstand ist ein Widerstand, ist ein Widerstand, ist ein Widerstand, ist er durchgegangen mit einer offenen Lücke, ist eine potenzielle Unterstützung. Stimmt. Aber wissen Sie auch was? Und das ist das Dilemma, was wir gerade hier in dieser aktuellen Marktphase haben. Dadurch, dass wir seit geraumer Zeit nicht trendstark sind, haben wir nicht eine Trendbegrenzte Linie, haben nicht eine Formation, sondern wir haben mehrere. Das kann hier alles noch eine größere Bullenflagge sein. Und der Markt müsste eventuell hier die Zone um 25 rausnehmen, um dann eine Fortsetzung zu machen. So richtig bärisch, unterhalb der 200-Tage-Linie. Ich glaube, da sind wir uns einig, unterhalb dieser horizontalen Marke. Ist nicht Fisch, ist nicht Fleisch. Ich habe das am Montag unseren Mentorschülern gesagt. Ich habe in den letzten 2 Wochen einen einzigen Aktientrade gemacht, weil eben diese Trendstärke fehlt. Das heißt aber nicht, dass es keine Setups gegeben hat. Das heißt auch nicht, also ich zeige Ihnen nur eine Sache. Ich weiß gar nicht, wie der. Ja, setzt doch einen drauf. Hier. Hauptformation, Nebenformation. Das habe ich mir wochenlang angeguckt, dann bricht er aus. Ich nach System wollte, dass der Markt nochmal zurückkommt, macht er nicht, geht durch. Also, es gibt durchaus Ausbrüche, nur ich bin vorsichtig, weil der Gesamtmarkt nicht trendstark ist. So, jetzt, was habe ich noch für Sie? Zalando. Das müssen wir miteinander besprechen. Zalando, vielleicht erinnert sich daran, das aufsteigende Dreieck, da hatten wir miteinander besprochen. Unsere Zielzone ist im Bereich von 45 Euro. Hier hatte ich Ihnen gesagt, Leute, ich würde den Stop ganz eng machen. Dann hat er sogar nochmal kurz das Höhere hochgemacht. Puh, ausverkauft worden. Okay, gestern nach Zahlen minus 8% hier. Sie sehen diese offene Lücke heute minus 1,6%. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Aus meiner Sicht. Gerade mit diesem Ausverkauf, den wir hier gesehen haben, lädt das jetzt hier natürlich nicht ein zum Long-Einstieg, Short-Einstieg im Bereich der 200-Tage-Linie, nachdem der Markt schon von etwa 46 Euro runtergekommen ist auf 38, eine ausgedehnte 10%-Bewegung zuletzt gemacht hat, sehe ich auch keinen Short-Einstieg. Warten, dass sich eine Formation bildet. In diesem Sinne, gucken wir mal, wo steht der DAX jetzt gerade? Ja. Hat von der 12.480 die erste bärische Bewegung gemacht. 12.450 Punkte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt eine Rohstoff-Tagesausgabe von gestern. Sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Heute wird noch Silvio für Sie da sein. Mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Tom, unser Devisen-Chief, befindet sich bereits im Urlaub. Und deswegen nicht wundern, gibt heute keine Devisenausgabe. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen einen gelungenen Handelstag.